The Legend of Zelda, A Link to the Past und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin aufgeregt. Hier die Story. Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Ich lese zu schnell. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Okay. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Oh. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Punkt, Punkt, Punkt. Oh mein Gott. Und da ist die Karte und Sachen, die man sehen kann. Genau. Also jetzt nochmal normal. Oh mein Gott. Es tut. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Verzauberte. Wieso schreiben die nicht gleich töten? Oh. Das ist noch für uns wichtig. Sie ist sehr wichtig. Ach, die Story ist allgemein wichtig. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren. Eine nach der anderen. Pum, pum, pum. Oh. Nein. Nein. Was macht der Typ? Oh, weg. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Ach ja. 1991, 1992, Nintendo. Yeah, und damit haben wir das Intro durch. Ich spiele auf der Wii U, und zwar habe ich mir das holt. Ja. Und zwar habe ich mir das Spiel aus dem eShop geholt und runtergeladen. Ich glaube für 7,99 € oder so. Und ja, ich finde es halt cool, dass man die Möglichkeit hat, das dann wirklich auf einer richtigen Konsole zu spielen, statt in einem Emulator oder sowas. Dass man den Publisher und sowas, bla, was auch immer, unterstützt und dass man halt keine Fehler hat oder sowas. In dem Spiel selbst. Und ja, ich hatte irgendwie gar nicht richtig vor, das in demnächst zu Let's Playen, aber jetzt, da sonst nichts funktioniert, was ich planen wollte, habe ich mir gedacht, irgendwie spontan, dass ich das anfange. Vor allem, weil ich es mir eh schon gekauft habe, also ja. Wir haben das Intro gehört und wir können eigentlich gleich starten. Hier ist die kleine Fee, die ist unsere Auswahl sozusagen, keine Ahnung. Und wir nehmen einfach mal Spielstand Nummer 1 und wir nennen uns Matt. Ich bin immer Matt. Ich kenne meinen richtigen Namen nicht, aber der hat nichts damit zu tun. Naja. Na, es hat schon was damit zu tun. Na, egal. So, starten wir einfach mal. Hilfe. Bitte hilf mir. Ich bin es, Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er die anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier raus. Hilfe! Voll drängend, ey. Hol mich doch endlich hier raus, Mann. Wieso lässt du dir so viel Zeit, du Arschloch? So eine Art. Matt, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Natürlich bleiben wir im Haus, denn wir sind der Protagonist hier und
bleiben natürlich für immer im Haus. Ups. Okay, wir sind noch nicht aus dem Haus, also wir dürfen aufstehen. Hier sind Krüge. Ja. Erstmal zum Spiel vielleicht selbst. Das ist das dritte Zelda, was es gab, glaube ich. Ja, das dritte, oder? Danach kam erst Link's Awakening. Und wir haben unser erstes Item. Du hast die Lampe, jetzt kannst du Fackeln anzünden. Drücke Y-Knopf. Drücke Y-Knopf. Okay. Noch haben wir nichts Böses getan. Aber jetzt. Okay, scheiße. Wir sind draußen. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, kann man gar nicht runterspringen. Oh, hallo, wer seid ihr? Was machst du hier so spät, Junge? Geh doch nach Hause. Wenn du erwachsen bist, kannst du so lange wach bleiben, wie du willst. Ich frage mich, wie alt Link da ist. So, du hast eine Karte dabei, damit du dich nicht verirrst. Sehr klug. Drücke X-Knopf, um die Karte anzuschauen. Ich habe noch nie mit diesen Wachen geredet. Waren die schon immer hier? So jung und so kräftig. Erstaunlich. Wie schwer kannst du denn tragen? Wie süß. Wie geil das in einem Tutorial verpackt ist. Ich habe das echt noch nie angeguckt. Berühre einen Gegenstand und drücke den A-Knopf, um ihn anzuheben. Ich wette, du kannst es kaum erwarten, ein Schwert in ihr anzubekommen. Drücke den B-Knopf, um das Schwert zu benutzen, wenn du es erhalten hast. Ist ja geil. Kriegt man einfach so ein Tutorial für irgendwas, was man gleich bekommt. Oder wer weiß, wann bekommt. So, hier zumindest das Tutorial von wegen irgendwas heben. Dann gehen wir mal nach links. Tschalala. Ey, kann man echt? Lol. Ich habe es noch nie probiert, irgendwie. Jetzt, wo man noch nicht viel machen kann, wirklich woanders hinzulaufen, als dahin, wo man eigentlich hin muss. Die versperren überall natürlich den Weg. Das Kreuz auf deiner Karte wird wahrscheinlich dein Ziel sein. Verlauf dich nicht. Wieso helfen die mir? Ich bin jung und darf nicht draußen sein. In den Ton kannst du oft Wertvolles finden. Schau in jede hinein. Drücke den A-Knopf, wenn du davor stehst. Okay, können wir die Karte? Ja, die Karte. Genau, da ist das X. Die sagen uns schon, da müssen wir hin. Gut, ich habe mich eigentlich immer schon gefragt, wie kommt man darauf, dass man wirklich zum Schloss rennt. Aber da hier so... Oh, hilf mir, ich bin im Verlies der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Das ist auch geil. Das habe ich echt noch nie gemacht, noch nie mitbekommen. Das Spiel ist ja schon recht alt. Also 91, da war ich noch nicht mal geboren, und 92. Ich war genau 93 geboren. Aber das Spiel hatten wir trotzdem früher und ich habe es auch öfter mal gezockt und sowas. Ich habe es auch schon mal durchgespielt als Let's Play sogar. 100% relativ, glaube ich. Ich glaube, eine Sache hat mir gefehlt, die ich gar nicht mitbekommen habe, dass sie mir fehlt. und ja. Wir spielen auch 100% diesmal und ja, ich finde es lustig. Also meistens spielt man ja als Kind nicht so richtig bewusst. Also was heißt nicht so bewusst? Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich früher ans Spiel rangegangen bin und so und was ich noch mitbekommen habe. Was ich weiß, ist, dass man hier, also durch diesen Weg hier durch ins Schloss gelangt und so. Das merkt man sich irgendwie, aber wahrscheinlich weiß ich es eher von meinem Bruder oder sowas, dass ich, also wie man hier anfängt und sowas. Deswegen finde ich es eigentlich lustig, dass man so nach Jahren das Spiel wieder anfasst und halt eigentlich das erste Mal das Tutorial so richtig erlebt, weil man es vorher einfach nie mitbekommen hat. Oh mein Gott! Ich wollte dich nicht mit in die Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist zu Hause geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halt B gedrückt. Ja, jetzt kriegen wir es nochmal. Bitte, Matt, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Oh, mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr... Ihre letzte Hoffnung. Oh mein Gott, nein! Wer auch immer du bist. Onkel, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, aber er ist tot. Voll fies, die erste Leiche. Und hier können wir unser Schwert benutzen. Yeah, mit einer Wirbelattacke. Und unser Schild ist automatisch quasi, wenn wir nicht zuschlagen, blocken wir halt. Unser erster Gegner. Unser zweiter Gegner, den wir zuerst hätten. Hey, wieso beachten die mich nicht? Hallo? Bist du dumm? Okay. Genau, vielleicht sage ich mal was zum Interface. Also es ist halt typisch Zelda. Man hat Gegenstände, man hat eine Magie sogar. Magieanzeige. Links hat sie sich gerade ein bisschen aufgefüllt, weil wir ein bisschen was eingesammelt haben. Oben das erste kleine Symbol sind unsere Rubine, die hier aussehen wie Münzen, finde ich. Dann sind da ist die Bombenanzahl, die Bogen, die Pfeilanzahl und links, rechts die Energie. Oh, blau, ein blauer Rubin.
Ich nenne es mal Rubin, weil da oben sieht es ja schon aus wie Rubin, aber wenn sie hier so rumliegen, sehen es aus wie Dings, wie heißt es? Die Münzen. Na, rechts ist unsere Energie, steht da ja. Und mit Y können wir unser Item einsetzen, was wir auch im Pausemenü hier auswählen können. Also das ist unser einziges Item momentan. Na gut. Oh. Da steht auch noch erklärt, A bedeutet heben, lesen, sprechen, ziehen. Okay, also wenn man A drückt, kann man damit Sachen erstellen. Rechts sehen wir noch so Sachen wie Amulette. Das wird uns später wahrscheinlich noch erklärt. Ganz unten rechts ist unsere Ausrüstung. Es gibt mit der Zeit auch stärkere halt Ausrüstung, also andere Rüstung, andere Schilder und andere Schwerter. Und ganz unten rechts ist dann so ein Herz. Hier gibt es natürlich auch Herzteile zu finden. Und wenn wir 4 Herzteile gefunden haben, erhöht sich unsere Energie um ein Herz. Um ein volles Herz. Zack. So. Zack, zack, zack. Das ist so... Ich finde diese Geräusche so süß. Okay. Schmeißt du mit Bomben? Nee. Der hat auch ein Schild. Die beachten mich irgendwie noch nicht. Aber trotzdem trifft er mich. Genau, jetzt ist unser eines Schild... Unser eines Herz, so komisch halb, keine Ahnung, das bedeutet unser halbes Herz wurde abgezogen, denke ich mal. Das ist halb bedeutet. Boah. Unser erster Treffer. Oh mein Gott. Aber wir können es wieder auffüllen. So. Die Herzen sehen auch so süß aus. Diese Geräusche sind einfach alle so süß. Also ich kenne das Spiel nicht ganz auswendig, eigentlich glaube ich wahrscheinlich gar nicht auswendig, also so richtig auswendig, dass ich jetzt alles weiß. Ein paar Sachen bleiben natürlich für mich irgendwie im Kopf, also vielleicht nicht ganz für immer, aber bleiben schon im Kopf. Trotzdem habe ich mir aus dem Anlass schon mal eine Liste ausgedruckt mit allen Herzteilen und sowas. Ich denke, ich werde erstmal einfach so spielen, im Part, so bla, keine Ahnung, irgendwas aufnehmen und dann am Ende eines Parts halt aufschreiben, warte, wir gehen schon in die richtige Richtung, das will ich gar nicht. genau, am Ende eines Parts werde ich dann aufschreiben, was ich so erreicht habe und noch nicht so groß auf die Liste gucken, sondern einfach nur, ja, also ich versuche es zumindest, ja, alles durchstreichen oder abhaken, was ich geschafft habe und ja, dann... Was am Ende übrig bleibt, werde ich dann aus der Liste halt so abhaken und sowas, keine Ahnung. So, da können wir noch nicht durch. Aua! Hey, das hat uns gar keinen Schaden gemacht. Cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, hier sich groß umzugucken. Man sollte, glaube ich, gleich einfach weitergehen. Zack, zack. Oh, das ist ein Blauer, der braucht 3 Treffer. Ja, also was gibt es noch zu sagen? Also, wo war ich gerade? Boah, hier stehen ganz viele. Genau, also 100% versuche ich zu erreichen und ja, also ich denke mal, ein paar Sachen werden mir noch im Kopf geblieben sein, dass ich nicht alles nachgucken muss oder sowas. Ich finde Nachgucken allgemein recht blöd. Oh, eine Karte. Du hast die Karte. Drücke X-Knopf, um deinen Standort festzustellen und einen Überblick zu bekommen. Genau, X hatte ich schon vorhin gedrückt. Aber hier sieht die Karte natürlich anders aus, weil wir sozusagen in einem Dungeon befinden. Hier gibt es halt auch so Tempel. Aber das sehen wir dann alles noch. Zack, wir haben gerade einen Schlüssel von dem Gegner bekommen. Damit können wir die Tür öffnen. Und eigentlich gibt es hier, ich weiß nicht, ob es das hier gibt, den Glitch, dass man quasi nichts braucht, um zum Ende zu gelangen. Also man glitscht sich quasi durch die Wände und kommt zu dem Screen, wo wirklich das Ende gezeigt wird und so. Und ja, dann hat man das Spiel beendet. Aber das ist doof. Das machen wir nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich gar nicht mehr im Kopf habe, wie das funktioniert. Habe ich vergessen. Ich hoffe, ich hab sonst nichts Wichtiges vergessen hier. Ich weiß gar nicht, was man hier alles bekommt. Oder ob man hier irgendwas bekommt. Also klar, Schwert und Schild haben wir jetzt. Ist wichtig, minimal für das Spiel. Dann brauchen wir einen Schlüssel. Und da ist eine Truhe. Und ein Gegner. Und eine Truhe. Ach, ein Bumerang, okay. Der Bumerang. Und jetzt können wir den Bumerang auswählen. Und ihn noch
Ach ja, stimmt, Y war das. Ich drücke erstmal alle Knöpfe. So, zack. Der Boomerang kommt natürlich wieder zurück. Und ja, den Boomerang gibt es wirklich. Es ist kein Mythos. Ich will noch mal gucken, was hier unten ist. Okay, sieht blöd aus. Gehen wir nicht lang. Ach ja. Also hier gibt es eigentlich einiges zusammen. Ich glaube, es gibt 24 Herzteile und einige Gegenstände, die man auf der Oberwelt so finden kann. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel schon kennt. Es gibt ja inzwischen die Fortsetzung quasi A Link Between Worlds für den 3DS. Der ist der zweitneueste Zelda-Teil, der erschienen ist. Jetzt ist der neueste natürlich Majora's Mask für den 3DS, das Remake. Aber ja, ich glaube, das aktuellste Spiel war das dann... A Link Between Worlds. So, der Typ ist ziemlich doof. Und er hat so einen Morgenstern. Und ich glaube, es ist am besten, ihn mit den Krügen abzuwerfen, weil das... Ja. Du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Okay. So. Ja, ich bin ein bisschen... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Nicht perfektionistisch oder so, aber ich musste immer alles auf... Also meistens sammle ich alles auf. Wir nehmen erstmal die Kiste. Oh, 5 Rubine. Ich danke dir, Matt. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Du hast mich auch 1000 Mal gerufen. Hör mir gut zu, Matt. Die Burgwachen stehen alle unter Aghanims magischem Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Aber ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nicht genau. Ja. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm mit. Ich gehe voraus. Ja, gut. Stimmt, jetzt müssen wir ja sowieso zurück. Also es ist voll egal, was wir vorher durchsucht hätten und so. Gut, wir haben den Boomerang bekommen. Ich denke mal, mehr gibt es hier nicht zu holen. Erstmal. Eigentlich ist das lustig. Ich habe jetzt den ersten Zelda-Teil und den zweiten Zelda-Teil Let's Played, dann Twilight Princess. Okay, das passte nicht ganz, aber jetzt fange ich wieder an, also A Link to the Past zu spielen, was der dritte Zelda-Teil ist, was dann wieder zur Reihenfolge passt. Bis auf Twilight Princess ist noch alles im Lot. Nein, okay, nicht ganz. Die Musik ist toll. Ich finde, Musik ist so eine komische Sache. Ich finde, also immer wenn ich neue Musik höre, also ich mag meistens die Musik, wo wirklich so Geschichten erzählt werden, meistens. Also es gibt viele Musik, also viele Lieder, die Geschichten erzählen. Die müssen auch nicht mal Sinn ergeben oder so. Oder können auch dämlich sein, kommt drauf an, halt was mir gefällt. Also ich mag natürlich nicht alles. Und ja, irgendwie ist das so, beim ersten Mal hört man auch zu und findet es super toll, Alter. Beim zweiten Mal... Immer noch, beim dritten Mal, okay, am besten noch mit einem Musikvideo, was dazu passt und cool ist. Aber irgendwie, irgendwann lässt man das die ganze Zeit im Hintergrund laufen und so und man achtet nicht mehr auf das Lied selbst und irgendwie verliert es dann die Bedeutung. Das finde ich irgendwie schade. Also zumindest bei mir ist es so. Ich kann mir vorstellen, dass andere nicht so wahrnehmen wie ich. Deswegen bin ich nicht so ein Musiktyp eigentlich. Aber, ja. Tschüss. Gut, dass ihr mich nicht beachtet. Sind jetzt andere Gegner aufgetaucht? Oh, vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Alter. Also ich merke schon, diese komischen mit so einem kleinen Dolchschwert, keine Ahnung, die greifen uns einfach nicht an. Nur die mit dem richtigen Schwert. Ich bin mir nicht sicher, ob es die schon immer gab. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas geändert wurde. Alter, ich bin so dumm. Alter, nein. So. Zack. Und bam. Yeah, ein Herz. Okay. Bam, bam, bam. Ich weiß gar nicht, ob es möglich gibt hier. Ja. Oh, dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist dort nämlich stockfinster und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Sie sagt sogar von welcher Richtung, ey. Ach ja. Jetzt habe ich wieder... Oh Gott. Kurz bevor sie geredet hat, habe ich noch gedacht, okay. Aber ich vergesse nicht, was ich gerade sagen wollte. Und jetzt habe ich es wirklich vergessen. Super. Achso, ich weiß nicht, ob es hier Änderungen gibt oder so.
Ich weiß es nicht. Egal. Werden wir dann noch sehen. Ups, jetzt habe ich die Karte aktiviert. Ich wollte eigentlich Gegenstand. So. Zack. Also ich komme noch nicht ganz mit der Steuerung klar. Ich spiele auf dem Gamepad. Und ja, ist halt ganz praktisch. Ich habe nicht mal den Fernseher an. Ich habe einfach nur das Spiel an mit dem Gamepad. Und ich habe da ja den Bildschirm mit dem Gamepad. Alter, wieso sage ich mit dem Gamepad? Und ja, da kann ich alles sehen. Ich habe Kopfhörer drin. Und ja, alles super. Zack. Mein Drucker. Mein Drucker meldet sich. Ich wollte irgendwelche Updates. Zack. Ih, Schlangen. Eigentlich sind Schlangen voll cool. Ich bin so ein Freak, was Spinnen und Schlangen angeht. Irgendwie haben ja viele Angst vor sowas. Also gut, ich weiß nicht genau, ob ich Angst habe vor großen Spinnen oder so, weil ich die nicht so oft treffe im Leben. Aber wenn ich mir zumindest Bilder angucke oder sowas, bin ich nicht angeekelt davon. Ich finde sie eher süß und interessant und flauschig meistens. Also manche sind natürlich nicht flauschig, aber viele. Ich mag Spinnen. Die kleinen Standardspinnen, die mag ich. Also die sind so klein und überall. Die finde ich nicht so interessant. Aber ich finde sie halt auch nicht schlimm. Ich habe eher... Oh. Hä? Null. Da war eine Kiste mit einem Schlüssel und 2 Meter weiter war dann die Tür. Meld vorwärts! Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Zack. Kannst du wieder raten? Was ich von Mäusen halte, weiß ich auch nicht so genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn da jetzt so Ratten irgendwie zu Hause oder irgendwo in einem öffentlichen Platz oder so sind, wo sie nicht hingehören quasi, also wo es vielleicht eklig ist, wenn es mit Essen zu tun hat oder so, oder wenn sie halt wirklich zu Hause rumhängen oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich, dass das eklig ist. Weil, also wenn es halt so eine Plage ist quasi. Aber an sich habe ich nichts gegen die. So, ich meine, ihr müsste doch... Arschloch. Entschuldigung. Ich benutze solche Wörter, ey. Was ist los? Was ist da los? Zack. Der Part wird wohl ein bisschen länger. Ich gehe noch bis zur Kathedrale und wir beenden sozusagen den ersten Teil der Story. Denke ich. So, da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Wir haben keinen... bevor es Probleme gibt, dass wir alle Gegner besiegen müssen. Wir können leider nicht schneller rennen, deswegen... Zack, zack, hey! Zack. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, war das hier schon, dass man irgendwo sogar Bomben schon brauchte? Ja, hier. das Problem ist, ich glaube, bis hierhin ist es eher Glück, ob man Bomben braucht, kriegt. Also man kann inzwischen Bomben bekommen haben, glaube ich, durch Gebüsche oder irgendwas, so Gegner. Aber, naja. Ich denke mal, hier wird noch nichts Wichtiges hinter den Dingern sein. Nur Geld oder sowas. Weil sonst wäre das echt fies. Hallo? Hä? Ich renne die ganze Zeit dagegen und er schiebt nicht. Naja. Wir sind gleich da. Ich glaube, ich bin ein sehr sorgfältiger Spieler. Also ich versuche auch immer, alle Gegner zu töten und so, wenn es jetzt unter Druck gerät oder wenn es jetzt wirklich Let's Play-mäßig irgendwie blöd wäre, wenn man sich so viel Zeit lässt, dann lasse ich es. Aber sonst versuche ich eigentlich immer recht sorgfältig zu spielen. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Okay. Also hier ist noch so... Alter, so einführungsmäßig. Oh, zieh an diesem Hebel, um die Tür aufzuöffnen. Okay. Nee, das... Ich glaub, in der normalen Version sagt sie nicht so viel und hilft nicht so viel. Das ist, glaube ich, neu. Komisch. Ein Wunder! Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit! Hast du das getan, Matt? Die wohnen ja alle in so einem kleinen Dorf, deswegen kennen sie sich alle. Ja, richtig. Matt half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Arganim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten.
Wenn ich mit dir fertig bin, so spricht sie dann, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Matt, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Arganim, denn nur du bist dazu in der Lage, bitte. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Arganims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Das sagt jetzt der Priester, oder? Ich würde doch nie Link mit Junge ansprechen, oder? Wir haben schon 96 Rubin. Ah ja, da waren ein paar 20er. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sarasralas auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Nicht alles. Ja. Ah, wir sind frei. Alter. Oh, unser erstes Herzteil. Nee, Herzcontainer sogar. Dein Herzteil ist gestiegen. Wir kriegen hier einfach so einen Herzcontainer. Okay, krass. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Suche den Dorfältesten. Er kann dir mehr über das Schmerzschwert erzählen. Matt, pass auf dich auf. Ich hoffe, dass du gesund wieder zurückkehrst. Du bist eine sehr nette Prinzessin. Muss man schon sagen, so. Aber hier in der Kathedrale beende ich den Part. Der Part ist Rega. Was ist los? Wie kommt es dazu, dass man plötzlich Rega statt Mega sagt? Egal. Mega lang. So. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Projekt. Ich habe auf jeden Fall Lust. Denn es ist ein The Legend of Zelda und The Legend of Zelda muss man spielen. Boah. Okay. Also, wir gehen beim nächsten Mal durch diese Tür, die keine Tür hat, sondern einfach nur ein Loch ist und schwarz und dunkel ist und so. Ich habe Angst. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.